Ich arbeite im Kinder- und Jugendzentrum Weingarten. Und bei uns ist die spezielle Situation, dass die einerseits die St. Andreas-Gemeinde Träger ist und der offizielle juristische Träger ist die evangelische, also Diakonieverein der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde. Also wir haben so eine ökumenische Trägerschaft. Ja, und das Kinder- und Jugendzentrum Weingarten macht klassische, sag ich mal, offene Kinder- und Jugendarbeit. Ja, das ist fängt mittags an mit einem Schularbeitskreis, wo Kinder von der Grundschule bis zum, ja, ich sag mal, bis zum Schulabschluss Hausaufgabenbetreuung haben können. Müssen sie sich dafür anmelden, kostet auch ein bisschen was. Und die anderen Angebote sind verschiedene Gruppen, geschlechtsspezifisch orientiert, also Jungengruppe, Mädchengruppe oder Freizeitgruppen, Sportgruppen. Zwei Fußballgruppen haben wir gerade. Und dann gibt es noch den offenen Bereich, also die klassische offene Tür, sage ich mal, wo man einfach kommen kann und die Angebote im Haus nutzen kann, die man möchte. Gibt es sowohl im Kinderbereich als auch im Jugendbereich bei uns. Und im Jugendbereich haben wir auch noch so das Angebot, dass wir einzelnen Jugendlichen Hilfestellung geben können, also eine Einzelhilfe bei verschiedensten Problemlagen oder Fragen. Und der letzte Punkt, glaube ich, ist so die Projektarbeit. Die hat so über die Jahre zugenommen. Und da haben wir ganz verschiedene Projekte laufen. Also von der Rollerwerkstatt bis hin über ein Projekt, gerade ganz aktuell mit der EH, das Projekt Vielfalt, wo so ein Austausch mit der Türkei stattgefunden hat. Studenten, Jugendliche und zwei Mitarbeiter von uns. Und noch was ich noch im Jugi mache, ich habe die Leitung. Ich teile mir die Leitung dort seit 3 Jahren, seit 2007 mit der Karin Seebacher. Das Zukunft steht, das ist jetzt so die Konkretisierung der Stadtteilkonzeption. Das heißt, die verschiedensten Akteure im Stadtteil, die mit Kindern und Jugendlichen was zu tun haben, haben sich auf den Weg gemacht, also ich sag mal, alle Beteiligten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kinder und Jugendliche in Blick zu nehmen, um gemeinsam für alle was zu bieten. Und ich sage jetzt für alle, weil oftmals ist es so, wir haben einen bestimmten Besucherkreis und manche trauen sich vielleicht gar nicht jetzt so richtig, die Angebote zu nutzen. Und das wäre so ein Anliegen von mir, dass man offen wirklich für alle ist, dass jemand, der jetzt, sage ich mal, ein Projekt von uns, das heißt die Rollerwerkstatt oder eine Mädchengruppe, gern nutzen möchte, sich auch traut, das zu, ja, einfach ins Haus zu kommen und nachzufragen. Na, ich hoffe, dass sie ziemlich direkt damit in Kontakt kommen, dass sie über den Stadtteil, also in den verschiedenen Einrichtungen, sich wiedererkennen. Ja? Dass sie an verschiedenen Orten, in Weingarten West, Weingarten Ost, sehen, da arbeitet man zusammen, da denkt man zusammen. Ja? Und ja, dass es für sie konkret wird, glaube ich. Ja? Wie es konkret wird, weiß ich noch nicht genau. Ne? Aber das ist so, ja, ein Ziel von Zukunft W. Also die Vorstellung, die ich habe in einem Jahr, dass das transparent ist bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und bei den Kindern und Jugendlichen, dass man sich auf den Weg gemacht hat, um gemeinsam dieses Zukunft W, dass das quasi als nicht mehr so nur ein Bild ist, sondern das konkrete, sei es ein Wettbewerb, eine Verlosung, dass das Früchte getragen hat. Ja.